wie der Schakal sich nach dem Menschen umsah. Es war einmal ein Zwerghirsch. Er war schon sehr alt und sein kleiner Körper war ganz abgemagert. Den ganzen Tag über hatte er schon vergeblich nach Essen gesucht, und als die Sonne sich bereits nach Westen neigte, hatte er seinen Bauch noch immer nicht gefüllt. Vor Hunger torkelte er nur noch. Er hatte schon nicht mal mehr die Kraft, gerade zu stehen. Dann kam er in den Schatten eines Bambusgebüsches. Der Bambus war sehr dicht, so dass die Strahlen der Sonne nicht bis auf den Boden dringen konnten, weil sie von den schattengebenden Blättern abgefangen wurden. Ein Wind hatte sich erhoben, der das Blattwerk hin und her bewegte und den schweißnassen Körper des Zwerghirschs anblies. Während der Zwerghirsch über sein unglückliches Schicksal nachdachte, schloss er die Augen und genoss den sanft wehenden Wind. Da, plötzlich kam ein Schakal hinzu. Niemand wusste woher und heulte gedehnt. Als der Zwerghirsch den niederträchtigen und bösherzigen Schakal sah, erschrak er sehr. Sein hungergeschwächter Körper zitterte vor Angst. »Hier ist ja mein Essen«, heulte der Schakal erfreut. Als der Zwerghirsch dieses Heulen hörte, wurde er nur noch ängstlicher. Fast konnte er seinen Körper nicht mehr aufrichten und sich stellen. »Versuch nicht, mir zu entfliehen, du meine leckere Beute«, sprach der Schakal weiter. »Wohin du auch fliehst, ich werde dich mit Leichtigkeit fangen. Dann werde ich deinen Nacken herunterdrücken und brechen und deinen Kopf zerbeißen.« Der Zwerghirsch blickte nach links und nach rechts, aber er sah keinen Ausweg, sich zu retten, wie auch sein Körper viel zu erschöpft war. Wie konnte er sich nur dem Zugriff des stärkeren Schakals entziehen? »Wie könnte ich den Gedanken haben, euch zu entfliehen, mein Herr?« sagte der Zwerghirsch dann mit Ehrerbietung. »Der Zwerghirsch ist doch vom Herrn dazu geschaffen worden, die Beute des Schakals zu werden. Und der Schakal ist das stärkste Geschöpf des Herrn. Er besitzt einen Körper von schöner Gestalt und hat eine bewundernswerte Gewandtheit. Es gibt keine Beute, die seinem Griff entrinnen kann.« Der Schakal freute sich sehr, das Lob des Zwerghirsch zu hören. Zum Zeichen, dass er zufrieden war, schnaubte er aus der Nase. »Es gibt kein anderes Tier, das die Geschicklichkeit des Schakals übertreffen kann«, sagte der Zwerghirsch weiter. »Mit Ausnahme des Menschen.« »Des Menschen?« sagte da der Schakal heftig. Er liebte es, gelobt zu werden, doch wollte er nicht hören, dass jemand seine Geschicklichkeit übertrumpfe. Er wusste nicht, dass er über den Starken immer noch ein Stärkerer, über dem Klugen immer noch ein Klügerer ist. Kannte er nicht das Sprichwort »Jenseits des Himmels ist wieder ein Himmel«? So freute sich der Schakal nicht, als er das hörte, was der Zwerghirsch über den Menschen redete, und er fuhr ihn an. »Was für ein Tier ist der Mensch?« »Der Mensch ist ein Geschöpf mit zwei Beinen«, antwortete der Zwerghirsch. Der Schakal spottete. »Ha, ha, ha, so wie ein Huhn ist der Mensch. Wenn der Mensch nur zwei Beine hat wie das Huhn, wie kann er mich da besiegen?« »Nein«, antwortete der Zwerghirsch, »obwohl er zwei Beine hat, ist der Mensch nicht wie das Huhn. Der Mensch besitzt keine Flügel, sondern zwei Hände.« »Wirklich, ich habe noch nie ein Geschöpf wie dieses gesehen«, sprach der Schakal weiter. »Hat er Hauer?« »Nein«, antwortete wieder der Zwerghirsch.
Der Mensch hat keine Hauer. Er besitzt sehr viele Zähne. Sind seine Krallen lang? Nein, er besitzt auch keine langen, scharfen Krallen. Dann hör auf damit, Zwerghirsch, und schwätze nicht so von mir. Wie kann das Tier, das Mensch heißt, mich besiegen, wenn es nur zwei Beine hat, keine Krallen besitzt und auch keine Hauer? Womit soll es mich dann vernichten? Der Mensch hat Verstand, antwortete der Zwerghirsch. Verstand? Was ist das, Verstand? Kann der Verstand meine scharfen Eckzähne besiegen? Kann der Verstand meine spitzen Krallen überwinden? Ich halte es für besser, mein Herr, ihr überzeugt euch erst selbst, welche Art der Mensch ist, damit ihr zufrieden seid. Gut, zeigt mir sein Nest. Es ist nicht nötig, dass wir zu seinem Nest gehen, erwiderte der Zwerghirsch. Wir treten ihm besser einfach in den Weg. Komm, sagte der Schakal. Die beiden Tiere gingen zu einem ausgetrockneten Feld, das voll Gestrüpp stand. Das Feld lag am Rande einer Straße. Wir verstecken uns erst hier, sagte der Zwerghirsch. Bestimmt wird hier ein Mensch vorbeikommen. Gut, antwortete der Schakal. Sie versteckten sich in einem Gebüsch. Nachdem sie eine Weile gewartet hatten, war auf der Straße ein kleines Kind mit Büchern zu sehen. Das Kind kam gerade aus der Schule. Als er das Kind sah, fragte der Schakal, »Wird das Mensch genannt?« »Nein«, antwortete der Zwerghirsch, »das ist noch kein Mensch, sondern erst ein zukünftiger Mensch. Geduldet euch noch einen Augenblick.« Einige Zeit danach tauchte ein alter Mann auf, der mit Hilfe seines Stockes des Weges ging. »Ist das ein Mensch?« fragte der Schakal. »Wenn der Mensch dargestellt ist, werde ich ihn gleich allen und umbringen.« »Geduldet euch«, sagte der Zwerghirsch, »dies ist kein Mensch, sondern ein ehemaliger Mensch. Früher war er ein Mensch, jetzt aber ist er ein Alter. Seht nur, er geht mit drei Beinen des Weges. Wartet noch einen Augenblick.« Sie warteten wieder eine Weile. Da tauchte aus der Ferne ein Jäger mit seinem Gewehr auf. Als er den Jäger kommen sah, freute sich der Zwerghirsch innerlich und sagte, »Seht nur, das ist ein Mensch. Wenn ihr es wagt, steht einfach auf, geht auf die Straße und stellt euch ihm in den Weg.« »Ach, wie könnte mich ein Tier von der Art besiegen?« sagte der Schakal prahlerisch. »Zehn Tiere wie dieses könnte ich besiegen.« Er verließ sein Versteck, stellte sich mitten auf den Weg und kläffte den Jäger an. Als der Jäger sah, dass ein Schakal so mitten auf dem Weg stand, als wolle er ihm anfallen, machte er sein Gewehr fertig und zielte auf ihn. »Pam!« dröhnte die Stimme des Gewehrs durch den ganzen Wald, und gleichzeitig damit war der prahlerische Schakal tot. Sein Kopf war von der Kugel zerschmettert worden. Weil Menschen kein Schakalfleisch mögen, kümmerte sich der Jäger nicht um den Kadaver. Er versetzte ihm nur einen Fußtritt und stieß mit Abscheu an den Straßenrand. »Jetzt weißt du, wie er ist«, sagte der Zwerghirsch, während er aus dem Gebüsch herauskam, in dem er sich versteckt hatte, bis der Jäger aus seinem Blickfeld verschwunden war. Voller Ekel trat er mit seinem rechten Vorderbein gegen den blutbeschmierten Kopf des Schakals. Dann verließ er den Ort.